Schmeckt Strom süß, salzig oder sauer? Kann ich Strom am Ende des Tages wirklich schmecken? Wir finden es raus und ich spreche mit einem Profi dazu. Du guckst schon so mit großen Augen. Glaubst du, es geht? Die Auflösung gibt's später. In der gehobenen Küche der Haute Cuisine gibt es einen Kochstil, der sich mit biochemischen und physikalisch-chemischen Prozessen beschäftigt bei der Zubereitung von Lebensmitteln. Die Rede ist von der Molekularküche. Also nach meinem Ermessen beginnt Molekularküche dort, wo die Textur eines Gerichtes geändert wird zu dem, was man vorher eigentlich so kennt. Es wird sogar gesagt, dass auf der Zunge neue Geschmäcker entstehen können, die vorher so noch nie geschmeckt wurden. Das werden wir, glaube ich, hier machen, ne? Ja, dafür sind wir hier. In unserer letzten Umfrage, die ihr übrigens auf unserem Kanal findet, haben wir euch gefragt, welches Molekulargericht würdet ihr am liebsten einmal ausprobieren? Und die Antwort war Melonenkaviar. Ein Durchbruch hatte die Molekularküche bei dem eben erwähnten sphärischen Melonenkaviar von Ferran Adria. Da umschließt eine kugelförmige Hülle einen weichen Kern und das Ganze sieht ziemlich abgefahren aus. Und um diese ungewohnten Texturen zu kreieren, braucht man Zusatzstoffe wie Agar-Agar, Johannesbrotkernmehl oder Xanthan. Und selbst so ein einfacher Bubble Tea mit diesen Popping Bobbers aus Taiwan wäre ohne die Molekularküche gar nicht denkbar. Es gibt aber auch super viel Kritik, weil eben auch extrem viele Zusatzstoffe in der Molekularküche verwendet werden. Es ist halt wie mit allem im Endeffekt, die Menge macht's halt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, egal was wir heutzutage irgendwo einkaufen, überall sind Zusatzstoffe drin, es sei denn, du kochst wirklich jeden Tag komplett frisch. Was sind denn jetzt hier Zusatzstoffe? Zusatzstoff haben wir einmal hier das Lecithin. Ist halt eine Art von Bindemittel, das nachher für unseren Kirschschaum, den wir machen, sorgt, dass der halt auch schaumig bleibt. Ansonsten haben wir hier noch Agar-Agar. Ja. Das ist jetzt auf pflanzlicher Basis. Ja. Das besteht aus Algen. Ist halt ein Bindemittel, wie Maisstärke, wie Kartoffelstärke. Dann haben wir noch Gelcreme. Wie wollen wir denn starten? Wie legen wir los? Was machen wir? Wir fangen an mit dem, was am längsten braucht. Wir brauchen nur die Eier getrennt. Okay. Das ist eine sogenannte Easy-Flasche. Im Endeffekt nichts anderes als ein Sahnespender. Das sind die CO2-Kapseln hier. Die drücken wir da rauf und dann haben wir da gleich eine richtig schöne, lockere Masse, die natürlich durch das CO2 erstens runtergekühlt ist wieder und halt schön luftig wird. Deckel rauf. Und jetzt kommen wir zu unserer Backform. So, und jetzt steigt die Spannung, würde ich sagen. Ja, also ich bin jetzt schon sehr excited. Schauen wir mal nach. Ja, das sieht leider nicht so gut aus. Das müsste eigentlich noch viel fluffiger sein. Genau. Das Ganze machen wir einfach nochmal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Bitte, bitte, bitte. Wir hoffen einfach mal. Und das sieht besser aus. Das sieht jetzt wild aus. Also im ersten Moment denke ich mir so, nee. Aber genau so muss das aussehen. Okay, perfekt. Während der auskühlt, machen wir einmal unser Gel. Mhm. Quatsch, unseren Schaum. Badewannenschaum. Ja. Dann machen wir mit dem nächsten Schritt weiter. Und zwar mit der Creme Catalan oder ja, im Endeffekt einfach nur eine Vanillecreme. Okay. Kann man das hier so? Ja, kannst du gerne mal versuchen. Du hast halt, es ist halt Baumrinde, ne? Es ist ernsthaft Baumrinde, ne? Das ist eine Baumrinde. Cool. Während unsere Mischung jetzt auf dem Herd steht und langsam aufköchelt, machen wir jetzt Kaviar. Und zwar Apfelkaviar. Alles, was wir brauchen, Apfelsaft, Agar-Agar und so eine kleine Flasche. Und jetzt kommt's, das habe ich vorhin schon vorbereitet, damit es halt runterkühlt. Okay. Ein Gefäß mit Öl, das ihr einfach in den Froster stellt. So, und jetzt füllen wir das Ganze in unsere kleine Squeezy-Flasche. Sieht sehr professionell aus. Manchmal habe ich so meine Momente. Jetzt machen wir unseren Apfelkaviar. Okay. Und dann machen wir unsere Vanillecreme fertig. Okay. Drehen wir das einfach mal ein. Können das jetzt auch runterdrehen. Mhm. Schon ist unsere Vanillecreme fertig. Die füllen wir jetzt noch mal um. Ah, wieder in unsere Easy-Flasche. Thermosflasche da. Jetzt könnte es passieren. Ja, jetzt passiert's. Natürlich jetzt alles sehr, sehr heiß. Aber wir kühlen das Ganze jetzt schon quasi runter. Indem wir da reinkapseln CO2. Genau. Das war kein Deutsch, was ich da war. Nein, gar nicht. Immer zwischendurch schütteln. Und jetzt schauen wir mal. Ich bin gespannt. Oh. Ich könnte weinen, so lecker ist das. Gut, wir haben wieder einen Menschen glücklich gemacht. Manchmal habe ich so meine Momente. Okay, jetzt machen wir hier unsere letzte Komponente. Wir haben jetzt hier, machen wir einmal unseren Kirschkompott.
Und jetzt machen wir unser Gelcreme kalt da rein. So können wir es lassen. Und dann haben wir die letzte Komponente fertig. Ich bin so gespannt. Das ist tatsächlich eine Schwarzwälder Kirschtorte, dekonstruiert und molekular. Ich habe zum Vergleich eine echte Schwarzwälder Kirschtorte hier. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird mich natürlich der ultimative Geschmackstest interessieren, der Vergleich. Mhm. Wir fangen mit dem Basic an, oder? Mit dem normalen. Das Beste kommt ja zum Schluss. Also die Creme ist sehr, sehr fluffig. Mhm. Ne? Ist jetzt nicht so spektakulär, ist okay. Jetzt kommt das Grand Finale. Ich finde es großartig. Würdest du sagen, du würdest es noch mal so hinkriegen? Auf gar keinen Fall. Und Björn, wenn man Strom schmecken könnte, du guckst schon so mit großen Augen. Glaubst du, es geht? Ich glaube nicht, nein. Und lasst ihr jetzt mal ein Like da, wenn ihr auch super gern dieses Essen probiert hättet. Also, wir probieren es jetzt zusammen aus. Du nimmst einmal diese Alufolie in die eine Hand und den Löffel in die andere. Machst quasi die Alufolie an die linke Seite deiner Zunge und den Löffel an die rechte Seite deiner Zunge. Und dann machst du die Enden dieses... Verbinden wir einmal. Genau. Also, Witzig. Krass, oder? Das ist witzig. Wir haben gerade das Prinzip einer Batterie nachgebaut. Und so schmeckt es tatsächlich auch. Also ich weiß nicht. Mein erster Impuls war, es schmeckt wie eine Batterie. Das ist schon lustig. Woher weißt du, wie eine Batterie schmeckt? Also ich habe als Kind da, glaube ich, schon mal dran. Na, ist egal. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie Strom schmeckt. Und wenn ihr das auch einmal herausfinden wollt, eine Anleitung zu dem Experiment findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr eure Küche und euren Stromverbrauch zu Hause auch etwas grüner gestalten wollt, dann könnt ihr ganz einfach euren Stromtarif wechseln zu Ökostrom. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hat die Wahl meines Stromtarifs überhaupt irgendeine Auswirkung und was sind die Unterschiede, dann habe ich genau das richtige Video für euch. Hier wird euch alles erklärt.